Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das Thema, über das ich heute reden wollte, ist die Traumtänzer vom Verfassungsschutz und der sogenannte Salafismus. Ich möchte erstmal eine Sache festhalten. Ja, wir sind keine Salafisten. Punkt. Warum sage ich das? Ich sage das, weil dieser Begriff benutzt wird, um Leute zu stigmatisieren, in eine bestimmte Gruppe hinein zu kategorisieren, um sie dann nachher auszuschalten. Das heißt, der Verfassungsschutz, entschuldigen, die Traumtänzer vom Verfassungsschutz, die stellen irgendwelche sinnleeren, sinnlosen Definitionen auf, die nichts mit uns zu tun haben. Wie zum Beispiel, jetzt hat der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg erzählt, die Salafisten versuchen erstmal bei den Muslimen, die scheinen auch alle unter Paranoia oder unter Halluzinationen zu leiden, die versuchen erstmal bei den Muslimen reinzukommen und danach versuchen die sich weiter auszubreiten. Was erst die Muslime? Unsere ersten Vorträge waren alle an Nicht-Muslime gerichtet. Auch dieser ganze Schwachsinn, der immer erzählt wird, sie gehen gezielt auf Jugendliche zu, die keinen Halt haben. Woher sollen wir wissen, dass ein Jugendlicher keinen Halt hat? Wir stehen in Fußgängerzonen. Wir stehen in Fußgängerzonen, reden mit jedem, der an unseren Tisch kommt. Wir reden mit alten Leuten, mit jungen Leuten, mit was auch immer. Nur auf uns kommen eher Jugendliche zu. Und da ist es uns völlig egal, ob das ein Gymnasiast ist oder ein Sonderschüler ist oder ein Baumschüler ist oder was auch immer. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, die scheinen es mit Leuten zu tun haben, die irgendwie den Knall nicht gehört haben, die hier alles durcheinander werfen. Jetzt, ja, und dann kommen die Medien noch dazu. Ja. Salafisten haben einen italienischen Friedensaktivisten umgebracht. Die bösen Salafisten aus Mönchengladbach, ja. Die Leute, die einen italienischen Friedensaktivisten im Gazastreifen umbringen, die sind geistesgestört. Das sind für uns Vollidioten. Aber das ist das Problem. Man versucht einen, wenn man keine Argumente hat, tut man so, als wenn man Argumente hatte. Dann sagt man, aha, die Salafisten sind so. Punkt Nummer 1, die fressen kleine Kinder. Punkt Nummer 2, die gehen zu Hause nicht auf die Toilette, sondern machen ihr Geschäft auf dem Balkon. Punkt Nummer 3, die Salafisten, ja, fahren rückwärts mit dem Fahrrad zur Arbeit. Punkt Nummer 4, die Salafisten, ja, gehen morgens aus dem Haus, indem sie eine Rolle vorwärts schlagen. Punkt Nummer 5, die Salafisten springen Fallschirm ohne Fallschirm. Punkt Nummer 6, die Salafisten gehen auf allen Vieren. Punkt Nummer 7, die Salafisten sagen alle andere Muslime sind Ungläubige. So ungefähr ist es. Und dann sagt man ja, wer sind denn die? Aha, das sind also Salafisten. Und dann kommt natürlich dann die geistig Minderbemittelten, die geistigen Tiefflieger, die einen IQ haben, der so hoch ist wie eine Knie in der Ameise. Ja, die gucken dann, aha, so sind also die Salafisten, die fressen kleine Kinder. Ja, boah, die sind ja richtig gefährlich, ey. Ey, da müssen wir ja voll auf unsere Kinder aufpassen, weil die fressen kleine Kinder. Ja, der Verfassungsschutz hat doch gesagt, der Verfassungsschutz, ja hören Sie mal, wie können Sie denn auf den Verfassungsschutz nicht vertrauen? Ne? Da wollen Sie aber nicht, Sie haben doch jetzt wieder München gesehen, ne? wie der V-Mann vom Verfassungsschutz im Terrorprozess die Leute angeschoben hat. Wie können Sie nur nicht auf den Verfassungsschutz vertrauen? Das darf doch wohl gar nicht wahr sein. Das sind doch alles ganz ehrliche Menschen. Jetzt muss man sich vorstellen, ja, und dann kommt natürlich dann so, dann kommen geistige Tiefflieger, wie von der Bürger wegen Mönchengladbach, die gucken dann, ach so, ja, die fressen kleine Kinder. Hey, nimm deine Kinder an die Hand. Da drüben, wo sind denn die Salafisten? Ja, in Aiken sind die Salafisten. Ehrlich, in Aiken. Boah, die, hast du gehört, was die machen? Die gehen gar nicht aufs Klo, die Salafisten. Die machen ihr Geschäft immer auf dem Balkon und schmeißen dann den Code beim Nachbarn auf dem Balkon. Verstehst du? Und so ist dann nachher, kommen dann irgendwelche Vorurteile raus. Zum Beispiel, Vorurteil Nummer 1, ja, die Salafisten sagen, alle anderen Muslime sind Kuffar. Falsch. Zweitens, ja, die Salafisten, ja, die versuchen sich von der Mehrheitsgesellschaft abzukapseln. Falsch.
Das sind die, die am meisten auf die Mehrheitsgesellschaft zugehen. Keiner geht so auf die zu wie die Salafisten. Komischerweise, das sind die Salafisten. Die Salafisten sind diejenigen, die sogenannten Salafisten, die auf Deutsch predigen wie keine andere Gruppe, die zu jedem sah, die die offene Moscheen, Tag der offenen Moscheen machen, Straßenfeste machen und so weiter. Das heißt, wenn das eure Definition von Salafisten ist, was ihr nehmt, dann dürft ihr uns nicht Salafisten nennen. Deswegen sage ich, wir sind keine Salafisten. Diesen Namen haben wir uns nie gegeben, der wurde uns gegeben und die Definition, die haben wir auch nicht aufgestellt. Das heißt, die haben es mit einem ganz hinterhältigen Trick zu tun. Deswegen ist eigentlich von mir falsch zu sagen, Traumtänzer vom Verfassungsschutz, sondern ich denke, dass die schon ganz genau wissen, was sie tun. Ich denke, dass die ganz genau wissen, was sie tun. Die wollen diese Missionsbewegung, diese Dawa-Bewegung, wollen die stoppen. Und dafür suchen die sich. Das heißt ja, wenn man keine Argumente hat, dann tut man so, als hätte man welche. Das heißt, das ist ein ganz linker Schritt. Das heißt, wir sagen jetzt, Salafist ist 1, 2, 3, 4, 5, ist so, 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 so. Und dann sagen wir, die sind Salafisten. Und dann sagt die, ach, die sind Salafisten, ja, hier, hier. Ja, guck mal, da, die sind doch so, die sind doch für Terror. Die sind doch für dieses und jenes. Ja, das ist eine ganz linke Tour. Deswegen, normalerweise würde ich sagen, schämt euch was. Schämt euch was. Aber da ich weiß, dass ihr euch sowieso nicht schämt, ja, und da ich es gewohnt bin, bekämpft zu werden, ja, und verleugnet zu werden, ja, kann ich euch nur eins sagen. Und ich sage das nochmal. Ihr müsst vorsichtig sein. Weil wenn ihr jetzt sterbt in diesem Zustand und ihr seid gegen den Islam am Kämpfen, ja, dann werdet ihr in die Hölle gehen. Ja, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt die Deiten zumachen. Ihr könnt uns ins Gefängnis stecken. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt uns in kleine Scheiben schneiden. Ach, der Islam kommt sowieso. Das könnt ihr die Uhr nachstellen. Ihr könnt die Uhr nachstellen. Das ist nicht von uns abhängig. Ach, die Dawa-Bombe. Die ist schon hochgegangen vor über 1400 Jahren. Da steht das schon fest, dass hier in Deutschland, nach Deutschland der Islam kommen wird, mit oder ohne uns. Vielleicht werdet ihr die Zeit nicht mehr erleben, aber wenn ihr in diesem Zustand sterbt, mit dieser hinterhältigen Tour, mit diesen hinterhältigen Aktionen, dann wird es euch richtig elend ergehen. Da werdet ihr eine Strafe bekommen, ja, die euch noch nicht mal vorstellen könnt. Ich weiß, ihr werdet jetzt einen auf Pfuh machen, euch kaputt lachen, interessiert mich nicht, glaubt es mir. Glaubt es mir, ihr seid hinterhältige Leute und es ist leider wirklich traurig, dass wir es mit so vielen Dummköpfen in Deutschland zu tun haben, ja, die wirklich ihre Ohren auf Durchzug gestellt haben, weil hier in der Mitte einfach ein Hohlraum vorhanden ist. Das heißt, du sagst zu ihm, hey, wir sind gar nicht für Terrorismus, wir sind dagegen. Ja, 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 ja. Du sagst zu ihm, wir sind gegen Zwangsrat. Ja, 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 ja. Du sagst, wir sind gegen, ja, 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 wir sind gegen, wir sind gegen, wir sind gegen. Ja, alles wird gemixt, ja, der jugendliche Straftäter, der hier ein Ohrring hat, da ein Ohrring hat, Bauchnabelpiercing hat und weit weiß ich, wo der noch Piercing hat, ja, und einen auf voll cool macht, mit dem Ghetto Blaster durch die Stadt geht, ja. Und die Leute abzieht, bei dem jedes zweite Wort, ey Mann, ey, deine Mutter, ja, der wird dann als Muslim dargestellt. Ja, hier, guck mal, da siehst du so doofe Leute, wie bei PE News, da wird dann erzählt, da ist dann eine Frau, die eine Niqab trägt in Frankreich, ja, die wird dann, da wird dann steht dann da, ja, was ist mit mir, warum werde ich als Schweinefleischfresser, du willst eine Niqab tragen, aber ich werde als Schweinefleischfresser bezeichnet. Hat diese Frau dich als Schweinefleischfresser bezeichnet? Ja, ich werde in der U-Bahn überfallen. Bist du von dieser Frau in der U-Bahn überfallen worden? Das siehst du, du hast es mit Leuten zu tun, die sowas vom Ballaballa sind, dass dir gar nichts mehr dazu einfällt. Dann siehst du, subhanallah, da ist ein Amokläufer in Rio de Janeiro, der da Leute umbringt. Dann steht dann bei den PE Newsland, was steht da? Da steht da, ein Muslim läuft Amok in Rio. Und dann siehst du die ganzen Kommentare. Ja, immer dasselbe mit denen. Wieder einer der Einzelfälle. Stell mal vor, wir würden mal so anfangen. Hey, Maskenmann, oh, wieder ein Einzelfall. Olaf Hahn, der den Mirko getötet hat, wieder ein Einzelfall. Und da hat wieder einer, und hier, ein Vater tötet sich und sein Kind mit der Kettensäge. Ah, wieder ein Einzelfall.
Und da ist eine Mutter in New York, die ist mit ihrem Auto ins Wasser hineingefahren, hat sich umgebracht. Oh, wieder ein Einzelfall, die bösen Christen. Das heißt, wir können bei euch viel mehr Sachen aufzählen als ihr bei uns. Ja, aber da kommt keiner auf die Idee, das mit dem Christentum in Verbindung zu bringen, weil es in jeder Gesellschaft und in jeder Religion Bekloppte gibt. Es gibt bekloppte Juden oder Bekloppte, die sich dem Judentum zuschreiben. Es gibt Bekloppte, die sich dem Christentum zuschreiben. Es gibt Bekloppte, die sich dem Islam zuschreiben. Überall gibt es Bekloppte. Aber hier werden Straftaten von Leuten benutzt, die mit dem Islam zu viel zu tun haben, wie eine Känguru im Golf spielen. Die werden als Stellvertreter für den Islam dargestellt. Und dann wird gesagt, ja, wenn ihr uns in der U-Bahn überfällt, dann können wir ja auch euren Frauen das Kopftuch verbieten. Ja, wo sind wir hier gelandet? Das heißt, das ist alles nur Vorwand, ist alles nur Hass, ist alles nur Show. Ja? Und wie gesagt, ja, ich weiß ganz genau, wenn ihr sagt, ja, habt ihr hier nicht viele Rechte, kannst hier keine Kundgebung machen und so weiter. Ja, klar, kann ich. Noch. Und so lange nutzen wir das auch noch. Aber ihr werdet euch schon irgendwas einfallen lassen, um uns dort einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber im Endeffekt, wer zuletzt lacht, lacht sowieso am besten. Das ist sowieso schon mal klar. Ja? Und deswegen sage ich auch jetzt nochmal an alle Muslime in Deutschland, die sich dieses Video angucken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das Rohmaterial, die Munition, die wir haben, runterladet. Das heißt, die Vorträge, die wir haben, ihr müsst sie unbedingt von YouTube alle runterladen und auf DVD brennen. Das heißt nämlich, wenn die Internetseiten zugemacht werden und wenn die YouTube-Kanäle geschlossen werden und wenn die Facebook-Kanäle geschlossen werden und wenn es wie in der DDR ja keine Meinungsfreiheit mehr für Muslime gibt, wenn Muslime ihre Meinung nicht mehr kundtun können, dann habt ihr diese Sachen zu Hause. Und dann müsst ihr Unterrichtszirkel bei euch zu Hause in den Wohnungen machen. Macht das, Brüder und Schwestern. Ihr müsst wissen, wir werden hier bekämpft. Und glaubt es mir, es wird uns irgendwann etwas in die Schuhe geschoben werden. Ich sage euch, hört mir zu. Die Meinung, die ich vertreten habe, habe ich immer vertreten. Ich bin kein perfekter Mensch. Jeder macht Fehler. Aber glaubt es mir, wenn irgendwann mal erzählt werden sollte, dass wir hätten irgendwas mit einem Terroranschlag oder irgendetwas zu tun, dann müsst ihr wissen, dass das eine Lüge ist. Und dann müsst ihr aufstehen. Glaubt es mir. Lasst uns nicht in den Stich. Wir haben das gesagt, weil wir davon überzeugt sind. Alles, was wir gesagt haben, haben wir gesagt, weil wir davon überzeugt sind. Wer sich an uns hängt, und wer an uns glaubt, im Sinne von wer uns glaubt, ja, der muss wissen, dass wir Leute sind, die zu dem stehen, was sie sagen, und die das sagen, was sie meinen, und die das tun, was sie sagen. Oder zumindest versuchen, das, was sie sagen, auf beste Art und Weise auch zu praktizieren. Das müsst ihr wissen. Und möge Allah sich lasen, alle unsere Taten geben. Subhanakum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.